bin hell. Nein! Nein! Hier lebt noch. Ja. Bringt ihn her. Also Clark, der Mann, nach dem ich gesucht habe. Verschwenden Sie nicht Ihre Energie, Sie werden ohnehin gleich tot sein. Heb ihn hoch. Ich möchte Ihnen was zeigen. Da. Sehen Sie das? Das ist ein Marker-Testlabor. Es gibt sie überall, in allen größeren Kolonien und Außenposten. Was wollen Sie von mir? Als Teil des Marker-Testprogramms haben Sie geholfen, sie zu machen. Und heute, Isaac, werden Sie Zeuge sein, wenn ich Sie freisetze. Nein, nein! Sie bringen alle um! Der Tod ist nur der Anfang, Isaac. Die Natur muss ihren Lauf nehmen und ich lasse nicht zu, dass Sie oder jemand anderes das aufhält. Augen geradeaus, Isaac. Passen Sie gut auf. Ja, ich würde sagen, das Ding ist kaputt. Und setzt ziemlich merkwürdige Dinge frei. Und jetzt werden Sie Teil des Wiedergeburtszyklus. Ah. Zack. Aber wahrscheinlich sind wir dem Tod entkommen. Ja, eine kleine Platzwunde am Kopf. Aber wir leben noch. Wir liegen in einem großen Haufen mit Leichen. Ja, Kopfschmerzen hat er wahrscheinlich. Oh, oh. Vielleicht nehmen wir erstmal diese Joghurtbecher hier mit. Nehmen wir mal ein Medipack, noch eins. Wie hält denn dieses Mistding aus? Ach du... Was ist das? Ja, das hat uns auf jeden Fall gerade auseinandergerissen. Tja. Medipack? Medipack? So, kurzer Prozess. Ah, hier wird uns der Tipp gegeben, Gegner noch zu zerstückeln. Können wir mal in diesen Leichenhaufen treten. Wobei, das ist auch egal. Das wäre ja... Nein, ich spreche jetzt nicht weiter. Also, hier haben wir noch einen Spind. Und was war da drin? Munition? Nein. Natürlich nicht. Aber hier ist noch ein Spind. Tritt auf Leichen, um Objekte zum Vorschein zu bringen. Hier sind aber gar keine Leichen. Aber danke für den Tipp. Vielleicht müssen wir das ja hier machen. Müssen wir jetzt hier auf alle Leichen auftreten? Das wäre doch auch unsinnig. Oh. Ja. Die sollten sich halt einfach nicht mit mir anlegen, Freunde. Den treten wir mal drauf, bevor er wieder aufsteht. Oh, da ist einer wieder aufgestanden. Wir sammeln auch alles auf, aber keine Munition. Meine... lebt immer noch.
Ach, wir spielen also jetzt komplett hier ohne Munition. Schön. Ist was anderes. In Bearbeitung. Da ist der Fahrstuhl. Und jetzt geht es wieder abwärts. Isaac, sind Sie schon beim Rettungsteam? Alle tot. Danik war vor mir da. Scheiße. Finden Sie einen Weg aus der Stadt raus. Ich komme mit der Eudora. Die Washington Station ist nicht weit weg. Ich kann mit einem der Züge dort rausfahren. Guter Plan. Wir sehen uns dann auf den Schienen. Okay. Wir müssen jetzt also aus dieser Stadt entkommen. Gespannt, ob das was wird. Oh oh. Wir haben immer noch keine Munition. Oh, au. Oh. Das ist natürlich top. Wenn jetzt vor unserer Nase alles abgeriegelt wird. Was ist das hier? Irgendein cooler Bekleidungsladen. Hm. Ich will auf jeden Fall hier. Ich hoffe, damit meinen sie nicht uns. Oh. Oh, wir werden angeknabbert. Das ist vermutlich nicht so gut. Ich nehme mal nebenbei schnell noch so ein Medikit. Und hoffe. Wenn die hier irgendwie besiegen. Ich laufe einfach mal weg. Das hat doch keinen Zweck. Ich weiß nicht, ob es Sinn und Zweck der Sache ist, hier wegzulaufen, aber das bringt hier alles nichts. Den haben wir immerhin. Bitte da nochmal gerade rein. Ja. So, und. Ui. Haben wir noch Medikits? Nein, haben wir nicht. Verdammt. Keine Züge. Okay. Ich hab's zur Station geschafft. Was ist mit Danics Männern? Ich habe sie in der Panik verloren. Dieser Ausbruch könnte uns etwas Zeit verschaffen. Dann springen sie auf einen Zug. Los! Ja, muss ja erstmal gerade. Sieht aus, als wäre der Zug mit einem neuen Triebwagen ausgestattet worden. Und? Ich muss ihn wieder zusammensetzen. Ganz schnell. Danics Shuttle sind nicht weit weg. Wir versuchen sie abzulenken. Das hier mit der Triebwagen, ne? Zuganordnung unvollständig. Bitte vor Abfahrt. Ziel und drücke F im Chinese. Boah. Zack. Was passiert hier? Wir haben Chinese-Fähigkeiten. Mann, Mann, Mann. Cooler Typ. Würde ich mal sagen. Ich weiß gar nicht so genau. Alle Aktive fahren von hier ab. Wohin denn? Sollen wir den da hinschieben?
Überall. Wie fein drehe ich denn das Ding? Ein Rätsel, ich check es nicht. Das ist jetzt auf grün. Und das bringt uns was? Wir schieben den einfach mal raus. Gucken, was passiert. Zugmaschine ist in Position. Bitte vor Abfahrt Treibstoffwaggon ankoppeln. Ah ja, okay. Dann hat das ja sogar gepasst, was wir hier gemacht haben. Jetzt holen wir uns noch den Treibstoffwaggon. Ist das schwer. Zack. Jetzt wird der noch hier angeschlossen. Oh, ist noch verbunden. Alle Waggons sind ausgerichtet. Abfahrtsequenz wird eingeleitet. Bitte in den hinteren Zugteil einsteigen. Bleibt er noch stehen? Okay, oder? Der Zug ist wieder flott und kann durch das Südtor fahren. Er entgeht Ihnen nicht. Was anderes bewegt sich nicht. Verstanden, ich schließe auf, sobald Sie die Stadt verlassen haben. Halten Sie sich zur Abholung bereit, es wird brenzlig. Ja, er hält offensichtlich schon noch an. Hier haben wir eine Luke. Öffnen. Und jetzt sind wir im Zug. Sie haben immer noch nicht gesagt, was mit Ellie ist. Ihr habt eine richtige Kündigung da entdeckt. Lebt sie noch? Ich habe sie zuletzt auf der Kiro-Station gesehen. Sie war zu Ofen auf der Spur und wollte zu geheimen Koordinaten. Dann brach der Kontakt ab. Ihre Extremität ist sie am Leben und Fuchsteufel schwirrt, dass wir sie noch nicht gefunden haben. Was passiert denn hier? Hier kommt die Kavallerie. Wir werden offensichtlich angegriffen. Nun, welches Schiff ist die Eudora? Das größere, das gerade über ihren Kopf flog. Mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Aber auf jeden Fall müssen wir erstmal. Es ist gar nicht so einfach, hier oben zu laufen. Beeilung, wir können sie nicht ewig aufhalten. Jetzt geht's hier wieder runter. Können wir da eigentlich nicht springen? Man kann auch sonst alles. Man kann Chinese. Man kann aber keine kleineren Abhänge runter. Was für eine knappe Piste. Oh, wir müssen E drücken. Das hätte ich fast vergessen. Übersehen. Auf jeden Fall wäre es nicht gut gewesen. Zack. Bababam. Ist das aufregend? Wer ist das? Mein Sohn. Süßer Junge, mussten Sie ihn zurück. Er ist tot. Der Neger hat ihn umgebracht. Und seine Mutter. Tut mir leid. Schon gut. Sollte es nicht. Wir sind keine Freunde. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Strengen Sie sich demnächst an. Komm, ist Isaac schon wach? Ja. Gut, wir sind fast da. Schwingen Sie Ihre Hintern auf die Brücke. Sie haben ihn gehört. Ziel hinzugefügt. Aber wir nehmen uns hier auf jeden Fall mal die Dinge mit, die hier so rumliegen. So viel ist es ja nicht. Und dann machen wir es auf den Weg zur Brücke.
Ein Munitionsclip. Öffnen. Haben wir hier noch irgendwas? Vor 13 Tagen haben Agent Ellie Langford und ihr Team einen blinden Vorstoß auf einen unbekannten Planeten gewagt, der ihrer Meinung nach das Geheimnis wird, wie man diese Marker-Epidemie stoppen kann. Aber wir verloren den Kontakt. Unsere oberste Priorität ist jetzt, Agent Langford und ihr Team zu finden und zu sichern. Ich hoffe mal, dass wir uns jetzt hier nicht komplett verlaufen. Bin doch immer so planlos. Oh ne, hier ist ein Video, hier sind wir wahrscheinlich dann richtig. Ja, da ist die Brücke. Standby bis zum D-Shop. Okay Leute, wir fliegen blind rein. Bleiben Sie strikt auf Ausgangsvektor. Rosen, der Countdown. Austrittsbarke gesichert. D-Shock in 5, 4, 3, 2, 1. Zack. Was zum Henker ist das? Ein Mond. Wer ist die Reste davon? Rosen, ich seh's! Ein Trümmerfeld. Das ist der reinste Schrottplatz. Wohl eher ein Friedhof. Irgendeine Spur von Ellies Schiff? Ich empfange diverse Transponder. Keiner davon ist von uns. Laut Registrierung sind das Kriegsschiffe der souveränen Kolonien. Ernsthaft? Die müssen über 200 Jahre alt sein. Moment, da kommt noch mehr. Es ist ein SOS und es kommt von dem Schiff direkt voraus. Der CMS Roanoke. Könnte Ellie sein. Hoffen wir es. Okay, Rosen, bis 500 Kilometer. Aye, Sir. Diese Lichter. Sind das Barken? Moment. Nein. Mina! Rosen, bringen Sie uns hier raus! Kollisionsladung. Am Hauptvektor bereiten. Geht nicht! Ja, ich glaube, wir müssen hier raus. EPA-Anzug, was auch immer das ist. Wir holen uns was. Bam! Das ist wahrscheinlich schlecht. Ah. Cool. Irgendwie gucken, dass wir. Boah. Nicht irgendwie auf diesen Fensterscheiben hier umstehen. Man sieht auch so herrlich wenig hier gerade. Da haben wir uns halt gerade noch so durch die Tür retten können. Interessant, wie schnell er so einen Anzug anziehen kann. Oh. Hat seine Mütze vergessen. Zack. Der Raum ist verschlossen. Und jetzt? Ich werde versuchen, ihn von hier aus loszulösen. Was ist das? Wir benutzen okay. Unseren Boost. Kann den Raum sehen. Rosen, Locke, halten Sie sich fest. Sobald ich die Halterungen gelöst habe, werden wir von der Eudora weggesprengt. Alle suchen sich was zum Festhalten. Hey. Hä? Ich weiß nicht so genau. Was sollen wir denn hier machen? Sollen wir. Ah, vielleicht. Ah ja, genau.
unseren telekinetischen Fähigkeiten haben wir diesen Raum hier jetzt. Haben wir den jetzt gelöst? Passiert irgendwie nichts mehr. Sehen wir noch? Ach, da unten. Ich glaube, uns läuft auch gerade hier die Zeit etwas davon. Aber ich drücke F. Die habe ich doch schon entriegelt. Was will er denn? Drauf schießen bringt nichts. Bewegen kann ich das Ding nicht. Mir ist ein bisschen unklar, was wir hier machen sollen. Ich vermute aber, dass uns gleich der Sauerstoff ausgeht. Tja. Was machen wir? Freunde. Wohl irgendwas mit diesen Dingen hier, oder? Das kann man nicht anvisieren. Das haben wir gelöst, das haben wir gelöst. Auf Schießen bringt gar nichts. Aktiviert. Ah, man hätte einfach nur draufdrücken müssen. Steuern Sie in meine Richtung! Ich kann Sie fast erreichen! Oh, jetzt müssen wir hier auch noch... Ups! Aufpassen! Ich kann's nicht verlangsamen! Steuern Sie in meine Richtung! Ich kann Sie fast erreichen! Oh, Minen! Hä? Da war doch gar nichts. Ey! Was für ein abgedrehtes Spiel! Steuern Sie in meine Richtung! Ich kann Sie fast erreichen! Oh, Minen! Minen! Ja, ja. Verdammt!